Nach dem erfolgreichen Saisonfinale geht Ralf Hasenhüttl gestärkt in die Analysegespräche mit den Clubbossen von RB Leipzig. Alles andere als eine weitere Zusammenarbeit wäre eine Überraschung. Die Fans stimmten mit Ovationen für Ralf Hasenhüttl ab, die Spieler schwärmten in höchsten Tönen von ihrem Trainer. Nach der erneuten Europacup-Qualifikation sollte die weitere Zukunft des Österreichers bei RB Leipzig eigentlich geklärt sein. Eigentlich. Aber erst wenn die Clubbosse und Hasenhüttl selbst in den Analysegesprächen ab Montag den Daumen heben, ist die monatelange Trainerdiskussion beendet. Tabelle der Bundesliga. Viel spricht nach dem überzeugenden 6:2, 3:1 im Saisonfinale bei Hertha BSC für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. Dass aber weder der Trainer noch die Verantwortlichen nach dem Einzug in die Europa League ein klares Bekenntnis abgaben, lässt tief blicken. Ich habe Vertrag bis 2019, mit dem Verein habe ich mich auf Gespräche in der nächsten Woche verständigt, alles weitere ist mir Stand heute noch keine Überlegung wert, sagte Hasenhüttl, ich möchte mich heute nur über ein tolles Jahr freuen. Live-Ticker zum Nachlesen, Dayo Upamecano, 2. Ademola Lukman, 8. Jean-Kevin Augustin, 22. Und 54. Nationalstürmer Timo Werner, 49. und Bruma, 82. machten mit ihren Treffern die Rückkehr der Leipziger auf die internationale Bühne perfekt. Für Berlin waren Torjäger Vedat Ibišević, 4. in seinem 100. Spiel im Hertha-Trikot und Salomon Kalou, 64. erfolgreich. Alle Highlights des 34. Spieltags in Bundesliga pur am Sonntag, ab 9 Uhr live im TV auf Sport1 und im Livestream. Rangnick spielt Bedeutung der Gespräche herunter. Sportdirektor Ralf Rangnick hatte vor dem Anpfiff versucht, die Bedeutung der anstehenden Gespräche herunterzuspielen. Es geht nicht darum, eine Entscheidung zu präsentieren, sagte Rangnick bei Sky. Hasenhüttl seinen Vertrag im Winter, als er mit Top-Clubs wie Bayern München und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wurde, nicht verlängert hatte, soll die Führungsebene verstimmt haben. Alle Ergebnisse im Überblick zwischendurch waren auch sportlich Zweifel an Hasenhüttl aufgekommen. Rangnick und Geschäftsführer Oliver Minzlaff hatten die RB-DNA, also den bedingungslosen Überfallfußball, vermisst. Hasenhüttl hatte das mit der ungewohnten Doppelbelastung des Europa-League-Viertelfinalisten begründet. Gegen Hertha und in der Woche davor gegen Wolfsburg, 4:1, spielte RB wieder wie RB, das passiert, wenn wir Zeit haben zu trainieren und wenn Frische zurückkommt, sagte Hasenhüttl, das war eine komplett andere Mannschaft als in den Wochen zuvor, der Check 2-4 Doppelpass mit Neven Sabotic und Hoop Stevens am Sonntag ab 11 Uhr live im TV auf Sport1 und im Livestream. Spieler sprechen sich für Hasenhüttl aus. Die Spieler sprachen sich nach dem erfolgreichen Saisonfinale klar für Hasenhüttl aus. Wir haben in den letzten zwei Spielen sehr gute Argumente gebracht, dass er weitermacht, sagte Torhüter Peter Gulexi. Kapitän Willi Orban schwärmte von Hasenhüttls Motivationskünsten. Er hat uns ein Video gezeigt, in dem ging es um die letzte Schlacht. Die Jungs waren alle heiß, für den Trainer fühlt sich die Europa League nach der Vizemeisterschaft im vergangenen Jahr nicht wie ein Abstieg an. Das sei ein Riesenerfolg für den Verein, betonte Hasenhüttl, wir sind nicht so vermessen zu glauben, dass die Champions League für uns Pflicht ist. Auch Rangnick bezeichnete die erneute Qualifikation für den internationalen Wettbewerb als außergewöhnlich. Einer dritten Saison von Hasenhüttl in Leipzig steht also eigentlich nichts im Wege. Eigentlich.